Nee. Oder gibt's hier irgendwie ein Rätsel mit den Flammen oder so? Müssen die erst erlöschen, also sprich mit Magie auch wieder rauf? Ich versuch's mal. Oder wir müssen doch erst auf die Weihnachtsinsel. Nee, ich kann's hier nicht auswählen. Säureregen wird ja wohl nichts bringen. Nee, nee. Lass mal nochmal nach unten gehen, bitte. Das geht nicht, glaube ich, weil das war doch das mit dem zu heiß. Ach so, stimmt. Also hier kommen wir nicht weiter. Oder wie gesagt, es gibt einen anderen Eingang in den Palast rein, das weiß ich aber nicht. Konnten wir uns da, wo die gesagt haben, dass es zu heiß war, noch bewegen? Nee, ne? Die sind direkt wieder rausgegangen. Warte mal, wir gucken nochmal. Weil vielleicht müssen wir da mit Frost da den Raum irgendwie wieder abkühlen oder so. Ja, was soll das denn? Wir können hier nicht weitergehen. Guck mal hier ist ein Orb. Ja, dann mach mal ein... Nee, du musst doch. Du musst doch mit Frost da. Du musst einen Analysezauber machen, meinte ich damit. Ach du Scheiße, deine Energie. Soll ich dich nicht zuerst ja, heilen? Ja, doch, jetzt mach mal. Also oder das oder erst... ich mach Analyse und du nimmst eine Schokolade. Was hältst du denn davon? Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber wir versuchen. In der Notfall haben wir noch ein Lebenswasser, ist ja nicht schlimm. Nee, okay, dann heile ich dich erstmal so. Das kann ich sonst mit meinem Gewissen wieder nicht und so, ne? Oh. So. Dankeschön. Dann werfe ich gleich mal den Analysezauber hinterher. Vielleicht brauchen wir da auch einen neuen Patron oder so. Das kann natürlich auch sein. Alter, wir fressen hier dermaßen Schaden, wir können hier nicht weitergehen. Vesuvio. Okay. Also wir kommen hier nicht weiter. Dann sollten wir uns jetzt hier mal ganz schnell verkrümeln. Aber sowas von. Ey, aber heißt das, dass wir jetzt hier generell... Dann sind wir ja generell falsch hier an dem Ort, oder? Es hieß ja auch, dass er entführt wurde, ne? Und dass der... Vielleicht müssen wir wirklich erst auf die Weihnachtsinsel, weil das war ja der nächste Ort, der uns genannt wurde. Ja. Also sonst hätte ich jetzt auch keinen Anhaltspunkt. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wohin sonst. Aber gut, dann haben wir immerhin schon ein bisschen gelevelt, ne? Immer das Positive sehen und so. Ja. Okay. Dann lass uns... Boah, ist das ätzend, ey. Hatten wir schon wieder voll die 50-50-Chance und haben uns wieder voll fürs Falsche entschieden. Ja, aber kann man ja nicht wissen, ne? Also ich zumindest nicht. Du schon. Du kennst das Spiel, ja? Ja, ich hatte gehofft, dass du es jetzt nicht ansprichst. Du, wenn schon, dann richtig. Er hat seine Axt auf Level 3. Ja, machen wir gleich, wenn das Viech da tot ist. So, jetzt. Döner, zeige mal her deinen Level. Er kann die Klaue nehmen, die Stahlscheibe kann er nehmen, das Schwert kann er nehmen. Ja, so. Mhm. Was nehmen wir? Die Klaue. Okay. Dann die ist am ätzendsten, aber dann haben wir die wenigstens weg. Klaue. Aber am besten, wir machen jetzt auf dem Rückweg nochmal Halt in diesem Dorf da. Auf jeden Fall. Oh, nicht dein Ernst. Wegen Walnüsse einkaufen, ne? Ja, wegen Übernachten, wegen Walnüsse einkaufen, wegen Speichern, wegen allem eigentlich. Wow. Und nächstes Mal die Weihnachtsinsel. Dum, 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 dum. Ja. Wäre ich auf jeden Fall auch für, weil das ist das Einzige, was wir jetzt noch gehört haben, ne? Mhm. Das ist doch der einzige Weg, der uns jetzt noch zur Verfügung steht. Aber bei dem könnte ich mir vorstellen, dass da geile Sachen in der Truhe mit drin sind. Eine Walnuss wäre cool. Oh. Ja. Naja, Schokolade ist an sich auch geiler. Wir haben halt alles, ne? Das ist das Problem. Ach komm, nervt nicht. Oh nee. Zaubern. Ja, wollte ich dann auch. Hatten wir eigentlich schon mal ein stärkeres Heil-Item als Schokolade? Nein. Ja, es gibt aber eins, das ist voll toll. Honig. Ach so, warum kennst du das? Weil das uns schon zur Verfügung stand zum Einkaufen. Hä, ich denke, wir hatten es noch nicht. Ja, wir hatten es auch noch nicht. Also wir haben es selber noch nie gekauft, aber wir konnten es schon kaufen, theoretisch. Dann sollten wir das vielleicht mal tun, oder? Boah, da müssten wir aber weit reisen. Ach so. Ich habe jetzt bei den letzten Händlern immer nicht so drauf geachtet, ob es das auch so gab in der Auswahl. Nee, ich glaube, das Höchste, was es da gab, war Schokolade. Level up. Sexy. Sehr schön. Geil wäre so ein Froster oder so ein Rocky Level up. Das Froster, ja. Die haben beide jetzt Level 2. Elektra hat schon Level 3. Deswegen, ich lasse dich in dem Moment in Ruhe, wo wir komplett mit allen auf Maximum sind. Na, spätestens, wenn wir den nächsten Samen versiegelt haben, können wir auf Level 4 gehen. Ja, und dann nerv ich dich wieder von vorne. Du nervst mich nicht, das ist ja das Lustige daran, aber diese Viecher tun es. Ja, dann hau sie, bestrafe sie mit einem fiesen, bösen Zauber. Ja, es ging gerade leider nicht. Spinnenbeine, komm, stirb. Los jetzt, verreck. Verreck, genau. Voll zeitverzögert. Macht nichts. Och nee, wo war jetzt dieses Dings? Unten? Geh mal nach rechts. Naja, du machst schon. Ja, ich mache.
Immer ich der mache... Blondine nach. Ach ja, richtig. Ich hatte vergessen. Hm. Ach, du wolltest dich gerade wieder in Kackstellung bringen. Kackstellung bringen. Terrorente. Den Namen finde ich aber auch zu geil irgendwie. Ja. Oder nicht? Also ich finde den schon irgendwie ein bisschen witzig. Ich finde die auch irgendwie witzig. Ich weiß nicht, jetzt warum, nach oben? Ja, aber irgendwie erinnert mich dieses Vieh total an Porenta. Oh. So ein bisschen, ich glaube, wir haben uns offiziell wieder verlaufen. Ja, oh Wunder. Mann, wo ist denn dieses Kackdorf jetzt schon wieder? Ey. Hä? Hm. Okay. Das ist ja schon wieder herzallerliebst hier, ne? Also, was? Was ist das denn? Wer ist denn hier ein bisschen auf Speed gewesen? Ja, was denn? Ey, ganz ehrlich, stell dir mal bitte folgendes Szenario vor. Oh, du bist Spieleentwickler und konstruierst eine Wüste und musst dir verschiedene Designs überlegen, was man so in eine Wüste packen kann. Das gehört und eindeutig dazu. Und irgendjemand kommt so auf die Idee, lass uns doch Sternsplitter da reinpacken in den Sand. Welche, die funkeln. Die Regenbogenfarben vor sich hin blinken. Geil. Und alle so, yay, das machen wir. Hä, wo kommt denn dieser olle Kürbis jetzt schon wieder her? Ey, ganz ehrlich, wie unrealistisch. Hier waren wir aber noch nie, oder? Waren wir auch nicht. Oder habe ich jetzt, nee, diese komischen blinkenden Dinger, die hätte ich mir doch gemerkt. Ja, ich glaube, ich mir auch. Blinkende Dinger sind so ein Indiz, das merke ich mir. Ja, was denn? Nix. Ja, nee, gut. Ist klar. Hör mal auf, da vor dich hinzukichern, ey. Ey, bist du sicher, dass du Döner die neue Ausrüstung gegeben hast? Wir können ja gerne nochmal nachgucken. Mich irritiert gerade ein bisschen, dass ich viel weniger Schaden nehme von diesem komischen Harzangriff als er. Guckst du? Ja, Tatsache. Okay. Ja, das wusste ich auch vorher, aber um dein Gewissen zu beruhigen. Wahrscheinlich hat Bruni irgendwie eine viel bessere Magiedefensive oder so. Ich glaube aber auch, dass das du generell hier die beste Magie-Defense hast. Ja. Also meine ist nämlich auch nicht so geil. Oh, die Wüste regt mich gerade so auf, ey. Okay, ist halt bitte eine Wüste, in die Mitte. Ne? Ich glaube, wir müssen von der Mitte aus irgendwie nach oben laufen oder so. Ich weiß es nicht, du. Hä? Ey, schon wieder. Aber das ist jetzt ein anderer Teil das hier. Das ist wirklich was anderes, auch in Kombination wieder mit diesen komischen Gruben. Ja. Oh, lass mal wieder runtergehen und weiter nach links. Ey, was ist das bitte? Ey, nee. Vor allen Dingen, warum sind da diese Sterne? Warum? Was genau bezwecken die da? Einfach nur, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen, so ein bisschen aufzupeppen oder was? Ich habe keine Ahnung. Weißt du noch, ob bei El Oasis der erste Bereich, als wir nach unten gegangen sind, wie der aussah? Nee, gar nicht. Lass mal bitte noch einen weiter nach unten. Okay. Wir sparen uns jetzt mal das Angreifen. Nee, ging nicht. Links? Geht nach links? Ja. Was machen die denn? Da schwimmen die auf dem Sand? Ich glaube schon. Hallo? Och, ich rammel immer die Kanten. Hm. Nee, hier ist der Tempel. Super, einmal im Kreis gelaufen. Glückwunsch. So, gehen wir jetzt runter? Noxel, ja. Noxel? Orxel, ich weiß nicht. Mhm. So viel zu dem Thema. Ey, wir kommen. Ey, okay. Also jetzt habe ich wirklich keinen blassen Schimmer, wie wir wieder zurückkommen. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt... Ach nee, Wundertau bringt uns hier ja auch nicht raus, ne? Das weiß ich leider nicht mehr. Man hätte es ja testen können. Die Frage ist nur, wo kommen wir dann raus? Ich folge dir jetzt, sag du jetzt eine Route. Also nach rechts müssen wir ja sowieso erstmal, ja, ne? Ich wollte gerade sagen, erstmal nach rechts. Das steht ja eh außer Frage, weil einen anderen Weg gibt's ja hier nicht. So, den Rest bestimmst du. Geht's nach unten? Ich weiß es nicht. Nein, okay, die Frage hat sich erledigt. Aber oben haben wir doch schon ausprobiert, oder? Ja, aber dann geht's ja nur noch nach rechts. Ja gut, dann gehen wir nach rechts. Ja. Ja doch, da geht's. Und aber da kamen wir doch gerade her. Ja, gut, dann lass mal unten gucken. Ist auch... cool. Aber wie kommen wir denn hier jetzt hin? Oder sind die jetzt neu hinzugekommen, diese Sterne, um einen extra zu verwirren? Ich habe keinen blassen Schimmer. Runter? Nee. Hä? Ey, wir kommen gar nicht mehr runter. Okay, lass doch noch mal kurz nach oben gehen. Das ja, kann doch gar nicht eile. Deren Ernst sein. Nee, also hier sind auch wieder so eine Sterndinger. Ja, kack doch woanders hin, Mensch. Jetzt kommt man hier auch nicht nach oben. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Links oder rechts? Rechts. Okay. Mhm. Ist das hier eine Sackgasse? Ach, diese Kürbisse schlüpfen aus dem Boden. Ja, das ist ja sehr logisch. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Hat jemand richtig gut recherchiert, bevor er das Spiel entwickelt hat. Geht's auch nicht nach oben? Geht's jetzt hier nach links? Ah, da kommen wir schon mal wieder in irgendeine Gegend, wo wir eh schon waren, 5-mal. Alter, dieser Ort ist wirklich nicht so einfach zu durchschauen für so Leute wie uns. Ah! Ja! Schnell, Gasthaus. Ach nee, erst einkaufen, dann Gasthaus. Ach ja. Einkaufen. Hey, Kumpel. Hey, ich hab dich angesprochen. Ignorier mich nicht. Glaubt das ja nicht hier, ey. Waldus. Das Wichtigste, ne? Wir haben es ja schon. So, zwei. Ich glaube, noch eine geht nicht. Nee, gut. Nee. Hatten wir noch was? Nee, wir müssen jetzt nur übernachten. Genau. Oder hatten wir noch irgendwas? Nee, wir müssen übernachten, genau. Genau. Halt die Gusche jetzt. Fresse, ich will dein Auf Wiedersehen nicht hören. Wir sind die pöbelnden Touristen aus Deutschland. Nee, nee. Wir kommen woanders her. Nee. Ja, schneller jetzt. Leg dich hin. Mit ihren rosa Schuhen. Jetzt ging's aber andersrum, oder? Alter, wie die sehr pennt, schön. Ey. So geil. Oh, jetzt sind wir aber auch alle drei über 200 HP, ne? Ja. Sehr schön. Ja. Döner in El Oasis. Ja. Ich würde mal sagen, das ist wieder ein perfekter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Oh ja. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.